Heißt, der kann aber das Commentary dann hören oder verstehen zumindest. Hören können das auch nicht Deutsche, davon abgesehen. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Jo. Bis später. Jo, bis später. So, ah, meine Augen, was? Ach so, wegen dem Refresh. Alles klar. So, ja, Bad Black Shark erklärt auch gerade schon so ein bisschen, was das für ein Spiel ist. Ich heb mir das mal noch kurz auf, weil auch das ist wieder ein Spiel, bei dem man ja nicht allzu viel erklären kann. Und alles, was man erklären kann, will ich mir dann auch für den Run an sich aufheben, damit ich das noch ein bisschen gefüllt kriege. Aber es ist ein schönes Spiel, das kann ich schon mal an der Stelle verraten. Warum schreibt Devo Tschüss? Nö, Devo, du hast hier zu bleiben. Okay, und los geht's jetzt. Okay, gut, ja. Vectronom ist ein Rhythmusspiel, also ein rhythmusbasiertes Spiel. Und das erste Level hat übrigens schon mal wunderbar funktioniert. Das ist nämlich immer so ein Knackpunkt. Deswegen gibt es da, weiß ich, also normalerweise beim Event jetzt natürlich nicht, aber normalerweise gibt es da gerne mal so 10, 20 Resets, damit das erste Level ordentlich funktioniert. Ja, ist im Endeffekt ein Rhythmusspiel. Wir selber können uns beliebig bewegen, aber die Plattform zum Beispiel entstehen halt nach einem bestimmten Rhythmus und an dem müssen wir uns dann logischerweise halten, damit wir nirgendwo runterfallen oder damit wir später auch nicht in Stacheln reinkommen oder so. Ne, und ja, dadurch ist es halt immer so ein bisschen vorgegeben, wie wir uns bewegen müssen. Aber in solchen Situationen zum Beispiel, ja, wo wir durchrennen können, da machen wir es natürlich auch logischerweise. Man wird den Sound jetzt nicht wirklich hören im Restream, ne, aber das Spiel hat einen wirklich guten Soundtrack. Man muss es ja irgendwo auch, wenn das ganze Spielprinzip auf genau diesem Soundtrack basiert. So, und hier haben wir jetzt diese blauen Felder und die blauen Felder, die sorgen dafür, dass wir immer ein Feld überspringen können in die Richtung, in die wir uns halt gerade bewegt haben. Und ja, dann quasi auf die nächste Plattform kommen, wie man hier ganz gut sieht. Und auf diese Art und Weise müssen wir uns hier halt ja, quasi nach vorne kämpfen. Aber Moment, es ist jetzt okay. Ich bin gerade verwundert, dass da jetzt zwei Würfel stehen oder zwei Würfel auf dem Feld sind, in Anführungsstrichen. Gut, aber hier müssen wir jetzt wieder so ein bisschen im Rhythmus bleiben, damit wir halt bis zum Ende kommen. Und am Ende sind wir dann einfach wieder durchgerannt. Ja, das ist so das grundlegende Prinzip. Wir werden mal in den einzelnen Leveln jetzt noch so ein paar ja, neue Gimmicks haben. Übrigens hier auch wieder, also diese Felder, die wir da jetzt sehen, entspricht im Grunde den blauen Feldern, die wir vorher gesehen haben. Das heißt, oder nicht ganz. Hier in dem Fall werden wir einfach ein Feld nach oben geschleudert und nach vorne. Und so können wir halt die Klippen da überspringen. Aber auch da müssen wir wieder von der richtigen Richtung ran. Und deswegen mussten wir da zwischenzeitlich mal so ein bisschen warten. Ja, hier, das muss man im Endeffekt einfach auswendig können. Und man muss wissen, wie sich die oder wie diese die Plattform entstehen und uns ja im Rhythmus dann über genau diese Plattform bewegen. So, hier müssen wir immer noch einen Schritt zur Seite quasi gehen, weil unter uns die Plattform wegfällt. So, und auch hier im Rhythmus wieder an den Stacheln vorbei. Es ist eigentlich angedacht, dass man immer nur ein Set an Stacheln ja, überschreitet pro Rhythmus. Aber wenn man schnell genug ist, schafft man da immer zwei, was natürlich dann ein bisschen Zeit spart. Ja, das Spiel, ich will nicht mal unbedingt sagen, dass es schwer ist. Es ist einfach Übungssache in dem Spiel. Also man muss vieles auswendig lernen. Man muss die Level teilweise, weiß ich, wie oft spielen, bis man die dann endlich mal geschafft hat. Ne, und ja, ich glaube, wenn man gutes Rhythmusgefühl hat, hat man hier schon mal einen großen Vorteil. Also für mich wäre es jetzt nicht unbedingt was. Ja, hier hört man es auch wieder. 1, 2, 3. 1, 2, 3. In dem Rhythmus muss man sich dann quasi auch bewegen. Das Spiel ist übrigens von. Jetzt muss ich gucken, war der Publisher deutsch? Oder war der. Genau, der Publisher. Oder nee, andersrum. Der Developer ist Ludopium GmbH, ist eine deutsche Firma.
Es wurde aber von Arte France gepublished. Und ja, Arte France ist halt, wie der Name schon vermuten lässt, eine französische Firma. Und beide sind tatsächlich noch nicht allzu lange auf dem Markt. Haben auch, also der Developer an sich hat auch nur dieses Spiel entwickelt. Der Publisher hat dann aber noch ein paar andere rausgebracht. Aber ich glaube, so Vectronom ist wahrscheinlich noch das bekannteste von denen. Also von Arte France. Das Spiel an sich kam im Jahr 2019 raus. Ist also auch erst ungefähr 2 Jahre alt. 29. Mai 2019, um ganz genau zu sein. Ist allerdings, ja genau, in den USA und in der EU rausgekommen. In der EU allerdings von Art Experience. Das ist quasi eine Unterfirma von Art France. Und es soll noch eine Collector's Edition rauskommen, aber da wartet man halt im Moment noch drauf. Die ist noch nicht da. Passt sich der Rhythmus der Spielmusik an? Ja. Deswegen wäre es eigentlich gut, wenn ihr die Musik hört. Werdet ihr wahrscheinlich im Moment nicht, weil... Oh, da ist er jetzt einen Schritt zu weit nach vorne gegangen. Ah, okay. Oder beziehungsweise nicht einen Schritt zu weit nach vorne. Er hat es nicht rechtzeitig geschafft bis zum nächsten Safe-Spot quasi. Nee, aber die Musik, die man im Spiel hört, die gibt tatsächlich auch den Rhythmus vor. Der, glaube ich, sonst auch sehr verwirrend, wenn man da irgendeinen Song hat, dessen Rhythmus so gar nicht zu dem Rhythmus der Stacheln und der Plattform passt. Also ja, Stacheln habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, aber sollte eigentlich selbsterklärend sein. Dürfen wir halt nicht rein. Okay, das hier, das ist tatsächlich eins der längsten Level, wenn nicht sogar das längste, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Also da habe ich jetzt nicht die einzelnen Zeiten gemessen oder so. Das ist aber definitiv eins der längsten Level. Und Overmatic, hallo. Vectronom ist super. Das Entwicklerteam ist gemischt. Einige von denen entwickeln auch Spiele live auf Twitch. Ah, okay. Das wusste ich jetzt gar nicht. Ja, eben. Gibt ein schönes Spielgefühl dann. Richtig. Und ich finde auch, der Soundtrack ist nicht nur gut, sondern auch sehr abwechslungsreich. Also da hat man mehr so... Also teilweise so rockigere Sachen dabei, teilweise dann eher so Richtung Techno und dergleichen. Ja, also ist im Grunde für jeden was dabei. Und hier das Level sieht komplizierter aus, als es tatsächlich ist. Wir müssen einfach nur im Rhythmus nach rechts drücken. Damit wir immer von einem Feld aufs nächste springen. Und das ist ja jetzt All Pickups. Vorhin stand bei der Kategorie noch Any% drin. Deswegen hatte ich jetzt gar nicht weiter drauf geachtet. Aber es sind jetzt All Pickups. Ich denke mal, deswegen wird er jetzt auch mit 2 Würfeln spielen. Macht man normalerweise halt nicht. Aber ich denke mal, auf die Art und Weise kann er halt mit 1 Würfel immer zum Ziel rennen und mit dem anderen Würfel kann er dann schon mal Sachen aufsammeln. Das macht es halt schneller. Beziehungsweise jetzt hier sogar 3 Würfel in dem Fall. Genau, also mit dem einen stellt er sich schon mal einen Ausgang ran. Und die anderen beiden Würfel, die nutzt er jetzt, um da irgendwelche Pickups zu holen. Und sobald er die hat, geht er mit dem Würfel vorm Ausgang direkt rein. Also man muss auch immer nur mit 1 Würfel dann in den Ausgang reinkommen. Wie gesagt, wo genau jetzt die Pickups sind, weiß ich nicht. Da hatte ich mich jetzt nicht vorbereitet drauf. Einfach weil ich nicht darauf geachtet habe, dass da dieses Incentive auch existiert. Ja, aber... ist an sich ja relativ selbsterklärend. Ich hätte es mir eh nicht merken können, wo die alle sind, davon abgesehen. Da sollte man dann das Spiel schon selber speedrunnen, würde ich mal behaupten. Das Level zähmert mir gerade den Kopf, oh ja. Kann ich nachvollziehen. Moment, aber ich kann mal kurz gucken. Any%. Also Any% ist Bad Black Shark auch der Weltrekordhalter. Mit, ich sag jetzt nochmal die Realtime, weil wir haben da unten ja auch unsere Realtime. Realtime ist halt 17 Minuten, 3 Sekunden. Und, 770 Millisekunden, um ganz genau zu sein. Und All Pickups ist dann 20 Minuten, 52 Sekunden und 450 Millisekunden. Übrigens auch Bad Black Shark, der Weltrekordhalter. Sorry.
Ja, genau. Also, ja, sagen wir mal knapp 4 Minuten, so 3,5 bis 4 Minuten Unterschied. Interessanterweise ist übrigens auch das Leaderboard, zumindest bei All Pickups, sehr stark von Deutschen dominiert. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist halt ein Spiel, das von einer deutschen Firma entwickelt wurde. Da ist es dann eher wahrscheinlich, dass halt viele Deutsche damit drin stecken im Leaderboard. Und es sind bei All Pickups insgesamt 5 Leute, die es runnen. Unter anderem auch Zed, den dürfte der eine oder andere von euch ja auch kennen. Und ja, von diesen 5 Plätzen sind es 4 Deutsche und 1 Schwede. Also DreamFox ist der Schwede dann. Und im Any% sind es im Grunde mehr oder weniger auch dieselben Runner, allerdings sind da auch noch ein paar andere. Sehr viele Franzosen sind zum Beispiel auch mit dabei. Was ja irgendwo auch Sinn macht, weil der Publisher dann ja Franzose gewesen ist. Oder, ja, nicht gewesen ist, er ist es ja immer noch. Das Spiel macht mein Hirn kaputt. Oh. Also es ist eigentlich gar nicht so schlimm, wie man anfangs denken würde. Muss ich halt gerade an bestimmte Level immer so ein bisschen gewöhnen erstmal. So, da haben wir auch das nächste Pickup schon wieder gehabt. Und wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Also vom Fortschritt und von der Zeit. So, ja, hier müssen wir jetzt halt auch wieder nach dem Rhythmus gehen. Und das ist zum Beispiel auch ein Level, da wird man, wenn man es das erste Mal spielt, man wird immer mal wieder sterben, bis man das dann so einigermaßen drauf hat. Aber sobald man das einmal drauf hat, geht es eigentlich. Nur Speedrun-technisch ist natürlich noch eine andere Sache, weil man sich wirklich alles merken muss. Und ja, ich sehe gerade im Chat, hä, und what the fuck, und nochmal what the fuck. Wenn Fragen sind, einfach Fragen. So, hier wieder, ja, nach dem Rhythmus durch. Also hier kann man tatsächlich, wie man es gerade feststellt, ja, einfach kontinuierlich im Takt sich bewegen. Hat der Speedrunner Geburtstag? Keine Ahnung, das kann durchaus sein. Das weiß ich jetzt aber gar nicht. Also im Chat sehe ich nichts, im Main-Chat. Aber ja, kann tatsächlich durchaus sein. Wieso bewegt sich die Stage? Naja, wir müssen im Grunde als Würfel durch diese Stage durch. Und die Blöcke, die verschwinden und erscheinen, immer im Rhythmus. Also den Rhythmus werdet ihr wahrscheinlich nicht so wirklich hören im Restream, weil wir den ja nicht zu laut machen können. Ansonsten gibt es einfach nur Stimmgewirr. Aber tatsächlich verschwinden und erscheinen die Blöcke und die Stacheln und eigentlich so ziemlich alles immer in einem bestimmten Rhythmus, der auch an die Musik, also an den Soundtrack angepasst ist. Und ja, dementsprechend müssen wir uns durch die Level durchbewegen. So, hier müssen wir jetzt immer so ein bisschen warten, bis die gelben Blöcke uns nach vorne transportieren. Also die gelben Blöcke sind wieder die, die uns immer quasi ein Kästchen überspringen lassen. Ja, genau. So, ja. Mehr gibt es im Moment eigentlich auch nicht so wirklich zu sagen. Hier müssen wir halt auch wieder warten, bis die gelben Blöcke uns dann immer nach vorne schieben. Also eigentlich müssen wir halt bei den Blöcken immer, also der Würfel hat in dem Sinne eine Blickrichtung, auch wenn man das jetzt nicht so wirklich sieht, aber im Grunde die Richtung, in die wir uns zuletzt bewegt haben, das ist dann quasi auch die Blickrichtung. Und immer wenn wir so von so einem gelben oder auf so einem gelben Kästchen sind, werden wir halt in die Blickrichtung 2 Felder nach vorne katapultiert. Total easy, genau. Ja, aber mit einer gewissen Übung und ja, Rhythmusgefühl, also das hilft zumindest. Aber mit einer gewissen Übung geht das eigentlich. Ah, okay. Da wollte er jetzt versuchen, möglichst schnell durchzukommen. Er hat es nicht ganz geschafft. Da fehlte noch ein Bruchteil einer Sekunde gerade. So, aber wir haben unsere Pickups. Wie gesagt, ist halt abgeändert worden, die Kategorien All Pickups. Das ist ein Incentive gewesen. Und ja, dementsprechend
ja, wird die Kategorie hier ein bisschen länger sein, als es eigentlich geplant gewesen ist. Also der Any%-Weltrekord von Bad Black Shark, das waren, jetzt muss ich selber nochmal nachgucken, ja, 16, nee, also ohne mit Ladezeiten 17 Minuten und 3 Sekunden, oder knapp 17 Minuten, 4 Sekunden, so. Ja, so ein bisschen mit Crypt of the Necrodancer kann man es vergleichen. Mit dem Unterschied, dass wir hier die Würfel, also den Würfel an sich, unsere Spielfigur, wenn man es so will, die kann man ja hier wirklich frei bewegen. Auch in einer Geschwindigkeit, so wie man es möchte. Wir müssen uns halt nur bei den Plattformen dann immer an den Rhythmus halten. Aber wenn wir jetzt, zum Ausgang rennen können, dann rennen wir halt auch zum Ausgang. Da versuchen wir dann gar nicht erst irgendwie im Rhythmus zu bleiben, sondern ja, das würde dann einfach viel zu lange dauern. So, und Level wieder geschafft. Aber jetzt kommen, oh, Moment. So, da war gerade wieder ein lauter LKW. Jetzt kommen langsam auch die anspruchsvollen Level. Bisher ging es ja alles immer noch, aber ja, langsam wird es doch ein bisschen schwieriger. Und ja, viele werden jetzt denken, das ist doch vorher schon, weiß nicht, wie schwer gewesen. Naja, also, ja, das geht noch deutlich härter alles. So, ja, oben links sieht man auch immer die Versuche, die man in dem Level gebraucht hat. Was jetzt für einen Speedrun an sich nicht wirklich wichtig ist. Jeder Versuch kostet natürlich immer ein kleines bisschen Zeit, logischerweise, aber ja. Also da sind jetzt, dadurch, dass er jetzt alle drei Würfel gleichzeitig bewegt hat und mit allen dreien auch in Abgrund gefallen ist, dadurch sind natürlich auch drei Tries da oben hinzugekommen. Also jeder Würfel zählt da immer separat als Versuch oder als misslungener Versuch. Oh, okay, da hat er es nicht bis in die Mitte geschafft. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich gewesen. So, jetzt hat er es aber. Und schafft das? Ja, so, da hat man es jetzt am Ende gut gesehen. Da hat er sich gar nicht mehr an den Rhythmus gehalten, sondern ist halt wirklich einfach nur noch ganz schnell zum Ausgang gerannt. Also sofern oder so, wie halt ein Würfel rennen kann, finde ich eigentlich gar nicht. Endlich kommt mal eine Herausforderung, genau. So, und hier jetzt einmal wieder durch, immer auf die Plattform warten zwischendurch. So. Und das Level ist wieder relativ einfach. Hier müssen wir wirklich nur im Takt in die entsprechende Richtung drücken. Oh, okay, auf dem Rückweg ging es jetzt, also im Anführungsstrichen auf dem Rückweg, ist technisch gesehen wieder ein neues Level. Da ging es halt eben gerade ein bisschen schief. Und da haben wir uns einen Pickup kurz geholt. Hier machen wir auch nochmal einen ganz kleinen Schlenzer, um das nächste Pickup zu holen und dann geht's auf zum Ausgang. Ach, und weil Maxisi gerade auch nochmal Punkte in die Herausforderung gesteckt hat, wir haben für diesen Monat eine Community-Herausforderung. Und zwar will Exo die den Diablo 2 Randomizer eventuell sogar auf dem Hell-Schwierigkeitsgrad mit dem Druiden auf alle Fälle zeigen. Und wir sind jetzt bei 953.650 Punkten. Also wir haben schon fast 20% erreicht. Und das nach 36, nee, mehr. Nach 42 Stunden ungefähr. Also ich glaube, wir kriegen das tatsächlich noch locker während des GDQs voll, das Ding. Ja, da könnt ihr gerne noch mit unterstützen, da könnt ihr gerne noch Punkte reinhauen. Mal schauen, wann wir das voll haben. Wir hatten im Vorfeld tatsächlich schon überlegt, ob wir 5 Millionen machen sollen. Das nicht vielleicht doch ein bisschen hoch ist, aber ja, offenbar nicht. Wahrscheinlich hätten wir tatsächlich sogar auf 10 Millionen gehen können. Aber man muss es ja nicht erzwingen. Wir wollen ja auch, dass ihr diese Herausforderung schafft.
und das dementsprechend ja extra was zu tun hat, in Anführungsstrichen. Das klingt so negativ gerade, verdammt. So, okay, aber ich denke mal, die 1 Million Punkte, die kriegen wir jetzt ganz schnell noch zusammen. Wir sind übrigens in den letzten Leveln und hier ist jetzt die Schwierigkeit, wie man schon sieht, dass ein Großteil des Levels halt ja, schwarz ist. Das heißt, wir sehen nicht, was da noch auf uns zukommt. Als Speedrunner sollte man es zumindest wissen, aber so für einen Casual-Spieler, der das erste Mal in diesem Level ist, ist das natürlich nochmal eine zusätzliche Herausforderung. Ja, die Frage ist halt, wie viele Punkte die Leute nach hinten raus noch haben zum Reinstecken. Ja, also viele von den Zuschauern, die haben ja genug Kanalpunkte gesammelt, aber weil wir lange Zeit keinen vernünftigen Verwendungszweck hatten dafür. Ich hocke zum Beispiel jetzt aktuell auch auf, 136.000 Kanalpunkten. Zorro ist, glaube ich, bei über 200.000 mittlerweile schon, also bin ich mir zumindest sehr sicher. Ich glaube, das größere Problem ist, dass man halt immer nur 2000 pro Stream reinhauen kann. Wir machen ja jeden Morgen einen Stream-Neustart, damit wir auch die VODs wieder ordentlich schneiden können. Übrigens, Time. Das ist ein neuer Weltrekord. Ja, hat er auch gerade bestätigt. Wow. Und ja, ich habe auch nochmal irgendwas von Birthday-Hype gehört. Also, er hat scheinbar wirklich Geburtstag und hat sich selber ein schönes Geburtstagsgeschenk gemacht. Nämlich einen neuen Weltrekord. Um 50 Sekunden unterboten. Also gut, ich weiß jetzt nicht, wie die Zeit ohne Ladezeiten ist. Das sieht man ja jetzt nicht, aber mit Ladezeiten sind es 50 Sekunden Unterschied. Geil. Hallo YouTube. Ja, der Chat wird nicht eingeblendet, Devo. Also auf YouTube dann nachher nicht mehr. Nee, aber er scheint selber so ein bisschen überrascht zu sein, dass es ein neuer Weltrekord geworden ist. Stimmt, es gab ja noch die Kaizo-Level. Kannst du eigentlich wieder gehen? Ich glaube, wir sehen noch Kaizo-Level. Mir wurde gesagt, gleich. Du vermisst mich. Ja, das sowieso. Oh, vermisst dich seit 20 Minuten und 2 Sekunden. Oh. Jo. Nee, kannst ruhig hier bleiben. Gucken wir uns jetzt gemeinsam die Kaizo-Level an. Also da habe ich jetzt auch absolut keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Aber wenn die schon Kaizo-Level heißen, ich glaube nicht, dass die dann besonders einfach sind. Nee, ich habe da auch irgendwie so die Vermutung. Richtig. Oh Gott. Wow. Spikes? Oh Gott. Diesen Fakt hast du geträumt, Leora. Einfach die Hoffnung, dass mich irgendwer vermissen würde. Genau. Nein, wir vermissen dich doch immer. Das Schwierige hier an den Leveln, das sehe ich jetzt schon, ist, es ist halt alles dreidimensional, aber man sieht das sehr schlecht. Wenn man da jetzt zum Beispiel von der Kante runterfällt, wo es dann wirklich lang geht. Oh lol, ich sehe es gerade. Oh, also ein bisschen optische Täuschung. Ja, genau, Astorek hat es auch gerade geschrieben, optische Täuschungen. Aber finde ich sehr interessant. So kann man es natürlich nochmal um einiges schwieriger machen. Die optischen Täuschungen machen mein Hirn noch mehr kaputt. Ja, lass dich einmal ganz, ganz kurz noch ein Minütchen. Nein, ich muss mal gerade zur Tür. Ja, klar, kein Ding. Nee, aber irgendwann ist dein Gehirn dann so kaputt oder euer Gehirn allgemein dann so kaputt, dass ihr Germanisch beitreten könnt. Ah, das war auch eine schöne Überleitung. So, ja, ich wollte den Gag jetzt einfach bringen. Sorry. So, ja, das war das erste Set an Kaizo-Leveln. Genau, auf dem GDQ einen Weltrekord zu machen, ist sowieso Premium. Das stimmt. Und hi, Ozin. Hallöchen. Oh Gott. Also da an Stacheln vorbeizukommen, das sieht nicht allzu einfach aus. Wie gesagt, ich kenne die Level jetzt gar nicht. Ja, da muss ich selber gucken, was da auf mich zukommt. Ich meine, auch bei den anderen Leveln, ich hatte mir das zwar alles angeguckt, aber das mit einmal angucken, alles im Kopf behalten, ist natürlich auch schwierig.
Da sind dann eher so Sachen dabei, was ich, das Level kann ich mich noch erinnern und ja, sowas halt in der Art. So. Okay, jetzt ist er zumindest auf der Seite schon mal angekommen. Ja, geschafft, wow. Okay, hier in dem Level muss man den rechten Pfad nehmen. Also wir sehen da ja oben links und rechts. Links und rechts geht Pfad lang. Und wir müssen halt aus Würfelsicht, in Anführungsstrichen, den rechten Pfad auf alle Fälle nehmen. Sonst würden wir hier gar nicht am Ziel ankommen. Oh, okay. Und da ist er jetzt gestorben. Zum Ende nochmal. Aber kommt vor. Problem ist halt auch, dass dass uns da die Sicht versperrt wird. Jetzt hat er's. Okay. So, das Level war dann relativ einfach. Wir mussten einfach nur nach rechts weiter. Wieder da. Baby. Ja, das war links aus Würfelsicht. Ich hab's selber festgestellt. Ich hab's halt auch nur aus dem Main-Commentary gehört. Irgendwas mit rechts. Und ich hatte da oben zwei Plattformen gesehen. Und da hat er zuerst halt die rechte genommen. Deswegen dachte ich, dass es darauf bezogen war. So, okay, ich weiß gar nicht, ob er jetzt hier auch alle Pickups holen wird. Das sieht aber so aus, irgendwie. Oder er klingt zumindest so, als wenn er alle Pickups holen möchte. Und wäre das nicht auch ein Spiel für dich? Mich? Tatsächlich? Ja, ja. Glaube ich schon, ja. Oh. Und auch die ganze Zeit am Gucken. Entweder es würde mich komplett verrückt machen, oder ich würde es lieben. Vielleicht auch beides. Ja, gut. Komplett verrückt machen. Ich glaube, wir würden da gar keinen Unterschied mehr merken, ne? Guten Morgen, Lotus. Ja, er sagt auch gerade, also das Level ist deutlich härter gewesen, als er es hat aussehen lassen gerade. Ja, das glaube ich direkt. Oh Gott, Rotatory Platforming, das klingt doch schon mal... Ja, nicht allzu schön. Ist aber oder sind die letzten Kaizo-Level jetzt? What? Was bin ich sehend? Warum bin ich sehend? Das Schlimme ist ja, da ist ja auch dieser, dieser gelbe Block, dieser dunkelgelbe Block, und der würde uns ja wieder ein Kästchen nach oben und eins nach vorne transportieren, also dass wir halt quasi die Steigung da dann mitnehmen können. Bin ich aber mal gespannt, ob er das schafft. Auch gerade sehr. Oh, okay. Oh. Da muss er sich also dann nach unten fallen lassen, aber so, dass er nicht vom Stachel erwischt wird. Oh Gott. Ah, jetzt hat er's. Ui. Hat er's auch nochmal. Und nochmal. Oh, nein! Schade. Oh. Und klar. Verdammt. Ich glaube, vor allem irgendwann wird man dann unruhig. Das ist, glaube ich, so richtig. Ein Problem. Das Schlimme an solchen Stellen allgemein in Spielen ist ja immer, irgendwann hat man dann so den Anfang raus, dann schafft man den immer wieder, scheitert dann am Ende und dann kommt man irgendwann an den Punkt, an dem man nicht mal mehr den Anfang schafft, weil man da zu ungeduldig ist. Ja, wird. Ich kenne das. Ja. Zu gut. Wobei, für den Speedrunner gelten da natürlich ganz andere Regeln. Na gut, Speedrunner sind so oder so alle bescheuert. Richtig. Schließe mich da selber auch nicht aus. Ich meine natürlich, ich bin unschuldig. Ja, ja. Ja. Total. Oh. Vor allem, man sieht da unten ja nicht mal mehr alles. Ja. Super, spaßig. Oh. Ja, ja. Aber das Level hat er eben relativ gut geschafft, dafür, dass es halt doch schon sehr, sehr schwer war. Ja. Ich sehe nicht mal, wo er hier lang müsste. Ich habe auch absolut keine Ahnung gerade. Also ich frage mich das gerade auch. Ach, voll easy das Level. Ah, Devo steht demnächst auf dem Leaderboard, habe ich gehört. Devo also war ein neuer das Leaderboard für die meisten Tode natürlich. Oh, schade. Devo war ein neuer WR? Genau, das war in allen Kategorien. Ah. Aber hast du mitbekommen, dass Black Shark gerade einen neuen WR aufgestellt hat, ne? Ja, 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 ja. Okay. Also, so halb. Es wurde mir ins Öhrchen geflüstert. Oh, kinky.
Und offenbar hat er ja auch Geburtstag. Also es klang zumindest so. Er hat Geburtstag? Ja. Ja. Wir haben so viele also, Juli-Kinder. Wir hatten eben noch auch einen Runner, der am 5. Geburtstag hat. Echt? Ja. Okay, weiß ich gar nicht. Aber das war einer ohne Commentary. Ich weiß gerade nicht, welches Game das war. Aber auf jeden Fall hatte der gestern Geburtstag. Ah. Ja, er dann heute. Morgen haben wir einen Geburtstag. Haben wir am 8. Geburtstag? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Hat irgendwer aus dem Chat übermorgen Geburtstag? Genau. Wir suchen jetzt Geburtstagskinder. So, das war's, ne? Ja. Ja. Cool. Mach ich erst am 9. Nehme ich auch. 9. ist gut, der hat nämlich auch noch gefehlt. Richtig. Weil den kriegen wir das ganze GDQ durch mit Geburtstagen. Ach, und Reunity ist auch ein Juli-Kind, aber wahrscheinlich nicht morgen. Ey, Quatsch. Übermorgen. Morgen hab ich. Ja, stimmt, morgen hast du ja. Oh, ich hoffe, ich vergesse das nicht. Ich krieg eine Schnapszahl. Eine Schnapszahl? Ach, wirst du schon wieder 11? Ja, schon wieder, Mensch. Zum 12. Mal dann, ne? Mhm. Ja, das war auf alle Fälle wegzunommen. Und, los, LKWs. LKW sagt nein.